Wenn tausende Menschen Straßenränder säumen und gebannt in eine Richtung schauen, kann das nur eines bedeuten. Es kommt nicht etwa der Zirkus in die Stadt oder ein hohes Parteimitglied. Nein, in Cottbus ist Karneval. Cottbus! Hello! Zum Zug der fröhlichen Leute pilgerten auch in diesem Jahr über 120.000 Schaulustige nach Cottbus. Immerhin gilt der Cottbuser Karneval als der größte in Ostdeutschland. Und so zog es Menschen mit bunten Perücken und viel guter Laune auf die Straßen und in die Luft. Hoch auf dem nicht ganz gelben Wagen saß auch Ministerpräsident Dietmar Woidke ganz vorn. Er führte sozusagen den Zug der 71 Karnevalswagen an. Und die rund 3000 Narren nahmen auch in diesem Jahr wieder allerhand Politisches auf die Schippe. Von NSA und Edward Snowden über den ADAC bis zur Lokalpolitik war da einiges zu lesen. Ob das auch bei den Politikern am Staatstheater ankam, bleibt deren Geheimnis. Dennoch, Karneval soll ja auch gute Laune machen und dafür sorgten Funkenmariechen, Spielmannszüge und jede Menge Kamelle. Das ein oder andere Leckerli fand seinen Weg in die Beutel der Schaulustigen. Und wenn am Aschermittwoch alles zu Ende geht, beginnt auch schon wieder das bange Warten auf den nächsten Karnevalsumzug. Oh!